So, jetzt nähern wir uns langsam der Rothaus-Schallgrenze. Und ich spiele ein Lied für euch alle, die wie ich auf der Flucht sind. Das Lied heißt Auf der Flucht. Und es wurde geschrieben nicht unweit von hier im Saarland, in St. Ingbert. Kommt jemand aus St. Ingbert? Nee. Also, du kannst mir viel anhängen, du langer Lappes, aber dann nicht auf St. Ingbert kommen, auf keinen Fall. Also, ist nicht so schlimm. Auf jeden Fall, wie gesagt, wenn man viel in Hotels ist, über dem Bett hängt immer so ein Kunstdruck. Und es ist immer von Vincent van Gogh die Brücke von Aal. Oder das eine Bild von Kandinsky mit den Kreisen, Dreiecken und Strichen. Ich vergesse immer, wie es heißt. Aber eines Tages kam ich in ein Hotelzimmer und es war ein anderes Bild da. Mein Freund aus dem Rheinland, August Macke, Dame mit grüner Jacke. Und ich dachte, das reibt sich schon, da schreibst du direkt einen Rock'n'Roll-Song. Für euch Hasen, auf der Flucht. Dame mit grüner Jacke, sie ist genauso einsam wie ich. Mit Fokus und doch nicht zentriert, alleine mittendrin. Alleine Mord, an dem man sie erwartet. Denn ich sitz hier im Hotelzimmer und werde langsam irre. Mein Bild gefriert im Laptop-Monitor. Die Fernbedienung liegt zerbrochen in der leeren Minibar. Morgen fragen sie sich wieder, was das für ein Tag. Mann, ist die verstimmt. Aus dem Zimmer, zum Glück gibt's hier ein Dimmer, denn draußen darf's nicht heller sein als drin. Die Gitarre liegt still neben mir und wartet auf die Frage, die ich nicht bereit zu stellen bin. Ich sitz hier im Hotelzimmer und werde langsam. Dein Bild gefriert im Laptop-Monitor. Die Fernbedienung liegt zerbrochen in der leeren Minibar. Morgen fragen sie sich wieder, was das wohl wieder für eine Jack war. Monika-Solo erspare ich euch bei der verstimmten Gitarre, denn sonst klingt es wie das seltene chinesische Instrument, was in der kubanischen Musik eingesetzt wurde. Die chinesische Geige gab es tatsächlich, die ist absichtlich verstimmt. Aber dann geht die Sojasauce besser runter. Um vier wacht ein starren Schwarm, weck mich mit Gesangsalarm. Durch die hohle Gasse weht ein kühler Wind. 20,50 € in Sanifair-Bon Vero. Heute geht die Reise wohl zu Ende. Ich sitz hier im Hotelzimmer, werde langsam irre. Dein Bild gefriert im Laptop-Monitor. Sie sich wieder, was das wohl für einer war. Mann, was das wieder für eine war. Hier, hast du das gesehen?
Ja, ich weiß auch nicht, der hatte schon so eine komische Frisur. Ja, und der hat sein Auto noch nicht gewaschen. Ja, und dann hatte der eben auch noch diesen Aufkleber von Bayern München. Diesen fiesen Verein. Den findet doch keiner mehr gut. Ne, wieso? Ist so ein Scheißverein. Der Chef war oder schlimme Wurst. Ja, ja. Und der 1,5 Millionen Würste am Tag produziert in Nürnberg. Mein Gott, die armen Schweine. Auf der